Gleich geht's los, gleich rollt der Ball, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann führen Sie durch die Partie. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine richtig interessante Partie freuen. Heute heißt es Jahn Regensburg gegen Ingolstadt. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer, auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Salah. Marc Leis. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie müssen aufpassen. Benchop. Weg ist der Ball. Da holt er den Ball zurück. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sehr gut aufgepasst. Sonny Kittel. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Andreas Geipel. Wird's jetzt gefährlich? Die Defensive steht. Alexander Nanzig. Auf Außen ist Platz. So langsam wird's gefährlich. Gut verteidigt hier. Kittel. Gauss. Da wäre jetzt Platz. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Und damit ist der Ball weg. Cohen. Und er geht abseits. Das war eng. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kittel. Cohen. Gutes Tackling. Andreas Geipel. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Correa. Marc Leis. Eine Gelegenheit werden. Da kommt der Schuss. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt rein.
Da kommt der Schuss. Fällt das Tor doch noch. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt, aber er fängt sich und hält die Balance. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Fängt diesen Ball ab. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es gibt hier Einwurf. Den Ball wirft er schnell ein. Da kommt die Hereingabe. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Gauss. Da ist die Flanke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Martin. Bregerie. Marc Leis. Wird das eine Torchance? Spiegel. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Das gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Benchop. Klasse Aktion, Ball ist weg. Cohen. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt die Flanke. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Marco Grüttner. Sie haben den Ball. Guter Pass. Gefährlich. Wir können nichts aus der Flanke machen. Alexander Nanzig. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das sieht gefährlich aus. Super Einsatz vom Torhüter. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gauss. Null zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie.
Also, spannend bleibt's hier beim Derby. Definitiv, Buschi. Absolut, Wolf. Unentschieden zur Pause. Und ich hoffe ja schon ein bisschen auf mehr Risiko im zweiten Durchgang. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Marc Leis. Salah. Mit dem schönes Zuspiel. Hier sehen wir noch mal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Salah. Und jetzt gibt es Einwurf. Alexander Nanzig, Andreas Geipel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er schießt. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Und jetzt werden Sie wechseln. Das könnte gefährlich werden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da ist die Hereingabe. Mit vollem Einsatz kann er. Er gibt das Foul und Freistoß. Und jetzt wechseln sie. Da kann er sich den Ball holen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Benchop. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Jetzt hätte er Anspielstationen. Und jetzt der Schuss. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Und den Ball wollte er genau so machen. Klasse. Da war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wird's jetzt gefährlich? Da kommt der Schuss. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn Sie so weitermachen, geht noch was. Regerie. Und den spielt er gleich wieder zurück. Gibt Einwurf. Und jetzt müssen sie auswechseln. Der Spieler ist zu stark verletzt. Ich hoffe mal, dass es keine allzu schwere Verletzung ist.
Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Aktion jetzt. Das ist wirklich unglaublich. Auch hier treffen sie nicht. Und wenn sie im Abschluss nicht besser werden, dann wird das hier nichts. Guter Ball nach draußen. Kittel. Gauss. Da trennt er ihn vom Ball. Cohen. Er bekommt Hilfe. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ganz knappes Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Kutschke. Abwehr hat aufgepasst. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Gauss. Jetzt könnte der Pass kommen. Und nun ein Schuss. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Marc Leis. Alexander Nanzig. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Super Einsatz. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Cohen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Cohen. Jonas Niedfels. Und jetzt die Chance. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Und das ist der Ballverlust. Leipertz. Das gibt einen Einwurf. Martin. Sehr gut aufgepasst. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. Alexander Nanzig. Jetzt die Flanke. Super dazwischen gegangen. Den klärt er gut. Ganz energisch. Macht er ihn. Eine super Parade nach diesem strammen Schuss.
Also bisher hält er hier fantastisch. Allzu lange ist nicht mehr zu spielen und trotzdem, er hält seinen Kasten weiter sauber. Jetzt kommt die Ecke. Können Sie jetzt klären? So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Alexander Nanzig. Marc Leis. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Sebastian Nachreiner. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da geht er dazwischen. Leipertz. Cohen. Da kann er sich den Ball holen. Schönes Zuspiel. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Da kommt